Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und ja, ihr seht schon, wir sind in Let's Build City und es ist lange her, dass die letzte Folge kam, weil ich vorproduzieren musste wegen Urlaub, aber trotzdem, jetzt fängt das Format wieder an. Hartz IV Soundeffekte, aber egal. Hauptsache irgendwas, du kannst aufhören. Ja, er ist auch dabei, wie immer. Ich kann ja nicht ohne ihn aufnehmen, das liegt nicht an ihm, sondern dass er die Map hat. Aber sonst... Nein, okay. Gute Laune, man merkt. Alter. Wir fangen an heute mit der Inneneinrichtung. Was ist? Aber wir müssen ja noch etwas sagen. Das ist die allererste Folge, die aufgenommen wird in der brandaktuellen neuen Minecraft-Version. Da könnte ich jetzt, warte, ihr müsst alles vergessen. Also, das kannst du jetzt gerne nochmal sagen mit dem, ne? Also, einfach so, ne? Nochmal sagen, so mit neue Version. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir das erste, dass die erste Aufnahme, der wir in der brandneuen Minecraft-Version spielen. Hartz IV Soundeffekte sind am Start, Leute! Okay, heute lässt es bitte, das ist. Nein, bitte nicht. Nein, jetzt mal ehrlich, lass das bitte. Ja, alles gut. Ihr Schweini. Und machst du sie noch, weg, du oder? Du musst den Garten noch angucken, weißt du nicht mehr, das Feature, das tolle. Ach so! LOL! Sub! Ja, okay. Jetzt Zuschauer, müssen. Ich warne euch vor, Ohren zuhalten. 3, 2, 1, go! Woo! Nein, okay. Wir müssen jetzt mal aufhören. Ich weiß, aber lang kam keine Folge mehr, aber wir müssen langsam mal anfangen, ne? Mit dem. Mit der Inneneinrichtung. Bitte unterlassen Sie das. Dies widerspricht dem deutschen Grundgesetz. Aber warte, ich muss alles Standard, keiner kennt hier, also man, wir wissen doch alle nicht, dass hier irgendwie. Oh, ich hab Jeb schon vermisst, Alter. Hier ist nirgendwo ein Geheimgang, also wo soll denn hier ein Geheimgang sein? Müssen wir zu machen, auch schon. Bevor es doch irgendwie erfährt. Und was mit Dinnerbone? Sein Assistent. Guter Assistent Dinnerbone. Das ist kein Assistent, das ist der Gefangene. Ich weiß, aber der Junge guckt doch in die Rede. Wie mein Assistenten hier, wie meinem Assistenten hier. Ja, sagt er das? Ah, anderes. Ah, ja. Nee, das steht da nicht. Doch, wie meinem Assistenten hier. Ja, okay. Ja, okay. Heute sind wir dran mit der Inneneinrichtung, also wir fangen an, wir werden wahrscheinlich nicht damit fertig werden. Aber wir fangen heute an mit der Inneneinrichtung. Und auch dieses Video ist vorproduziert, denn also ich komme gar nicht mehr aus dem Vorproduzieren raus, weil ich viel zu viel vorproduziert habe vom Urlaub. Ah. Das heißt, das Video kommt erst eine Woche. Ja, genau eine Woche, ne? Genau eine Woche nach der Aufnahme. Weil heute ist Dienstag, der 21. und das Video kommt am 28. um wie viel Uhr? Alle müssen es wissen mittlerweile. Hallo? Du musst es wissen mittlerweile. Ich weiß es nicht. Um wie viel Uhr kommen meine Videos? Ich habe letztens doch auf Insta geguckt. Es tut mir leid. Ich weiß es. Ich hab's dir eben sogar noch gesagt, Alter. Heute kommt mein neues Video. Ich war letztens seit 3 Jahren mal auf Insta, weil die Zuschauer müssen wissen, ich bin sehr aktiv auf Insta. Oh yeah. Ey, ich kann denen mal deinen Account verlinken unten in der. Nein, Spaß. Ich hab doch keine Posts. Ja, deswegen kann ich dich auch nicht verlinken. Ja. So, einfach random rumreden. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die professionell Hollywood qualifizierten Soundeffekte findet.
Also ganz ehrlich, die könnten doch bei einem Oscar-reifen Film mitmachen, oder? Ja. Es gab noch nie bessere Qualität. Ja. Bei Area 51 gibt es aber. Ey, hast du das mitbekommen? Hier. German Let's Play macht jetzt in seinen Videos, der hat ein Aufnahmestudio beauftragt, hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Ey, ich feier das so hart, ne? Mit. Ja. Einfach so, ein Einkauf bei glp.tv/shop später. Aber egal. Schleichwerbung. Ich verlinke euch einfach mal German Let's Play unten in der Beschreibung. Einfach so, damit ich nicht verklagt werde. Ja, dann fangen wir jetzt mal an, ne? Ja. So, ich finde die Wände eigentlich richtig hässlich, weißt du? Ja, weil. Doch, das ist halt einfach nur eine Farbe, ist halt hässlich rätig. Okay, doch, es gibt hässlichere Farben als auch. Lässt du es jetzt bitte. Sonst wirst du aus der Aufnahme verbannt. Dann piep ich jeden Ton, den du raus. Den du sagst, raus. Okay, also falls ihr gerade schon Piepen gehört habt, dann wisst ihr, er benimmt sich nicht. Nein, okay, wir fangen an. Mit der Inneneinrichtung. Was kommt in welchen Raum? Ich würde sagen, Schlafzimmer ist hier hinten. Ja. Ja, dann machen wir hier schon mal ein Bett. Warte kurz. Warte, hier, so. Welche Farbe? Eigentlich ja, würde ich sagen, Schwarz-Rot-Gold. Aber warum drei Betten? Ne? Wegen deutsche Fahne, aber warum drei Betten? Mhm. Ich würde sagen, wir machen einfach ein rotes Bett und darüber machen wir die Deutschlandflagge halt in Jeff Blöcken. Bunny wie der alte, sehen wir an. Jeff Bunny anders sehen wir an. Er war nie anders. Hä, wie meinst du, er war nie anders? Oh, stimmt. Luis, das sieht hässlich aus, ich weiß, aber. Wow! Hä, aber so hässlich sieht das nicht aus, Alter. Ich weiß, aber für das Haus ist nicht gerade das Beste. Und wow! Ja, welche Farben gibt's denn alle? Halt nur die beiden, ne? Wegen den neuen Holz. Ja, guck mal, okay. Wie heißt die? Das eine ist Wirrholz. Und das andere ist. Ja, ich kann es nicht aufheben. Ich habe Full Inventory. Nein, ich wollte nicht ins Bett. so, dann. Und guck dir das an. Du kennst ja Schwarzstein, habe ich dir schon gezeigt. Die Zuschauer kennst du vielleicht noch nicht. Aber es gibt natürlich auch noch so Schwarzstein-Ziegel. Okay, das erkennt man vielleicht nicht gut, aber. Und Schwarzstein, polierter Schwarzsteinblock. Ich muss auch ganz kurz noch was verkünden, denn in dieser Sekunde ist das FIFA-Spielerkarriere-Video rausgekommen. Und nein, okay, ich lasse das jetzt mit dem Kack-Soundeffekt. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich weiterhin diesen Effekt lassen soll. Also. Wahrscheinlich wird dieser Effekt bleiben. Weil, ja, aber auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare. War jetzt einfach mal so eine richtig dumme Idee, die wir hatten vor der Aufnahme, aber. Warte, ich weiß gar nicht, ob ich. Wenn es euch gefällt, dann lassen wir das so. Ich hab keine Ahnung, ob du und die Zuschauer das schon kennen. Es gibt einen Kühlschrank. Ja. Ja. Und es gibt ein paar andere Sachen im Geheimgang. Warum kann ich hier keinen Amboss hinplatzieren? Ja, so sieht's halt kacke aus, ne? Weil es so hervorgeht. Aber aus Bannern kann man es halt nicht machen, weil die deutsche Flagge halt einfach. Ja, das sieht richtig kacke aus. Aber in die Wand kann man es auch nicht machen.
Aber auf jeden Fall, komm doch mal gleich den Kühlschrank und Geheimgang ist auch was Neues. Also, ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon gezeigt wurde. Ja. Oh, der Kühlschrank. Guck mal, was da drin ist in dem Kühlschrank so. Hallo, ist das nicht drücken. Das Wasser. Du hast gerade Wasser bekommen. Ah, okay, einfach. Einfaches Wasser. Okay. Ja. Hä? Wer steht hier? Mister? Das ist Schmied. Mister Schmied ist da. Gehen Sie bitte raus aus unserem Haus, Mister? Hallo, das ist mein Freund, habe ich hier eingeladen. Okay. Auf jeden Fall. Warte, guck in den Kühlschrank drin, was da alles drin ist. Das ist eine komplette Melone, 3 Melonenstücke, goldene Karotten. Der hat nicht goldene Karotten in seinem Kühlschrank zu Hause. So, das ist doch normal. Und Eistee für Sie. Und Eistee-Zitrone. Happe. Eistee-Zitrone. Komm. Das hier kennst du ja schon. Das ist ja normal. Aber kennst du auch schon den Schatz? Den Schatz? Den Schatz? Meinen Schatz? Deinen Schatz? Mein Schatz. Also, ich wusste wirklich nichts davon. Einmal abonnieren und Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, was ich auf jeden Fall hoffe. Und hier ist Eistee für sich. Der einzig wahre. Schreibt mal, Eistee Pfirsich oder Zitrone Hippie oder was du für eine Alte. Ja, schreibt mal Hashtag Pfirsich oder Hashtag Zitrone in die Kommentare. Weißt ja, wir hatten keinen Ausgang von bis jetzt von dem Ausgang, weil da ist man ja runtergefallen. Ne? Jetzt habe ich einen. Ah, einfach rein und dann hoch. Ja. Und dann musst du aber schwimmen, du musst sprinten drücken, damit du hier durchkommst. Und dann kommt man in eine andere Sache, die du und die Zuschauer auch nicht kennst. Indem man ein bisschen mit. Ey, was hast du alles gemacht ohne mich? Ich glaube, es ist ein Fehler. Ich glaube, das ist ein Fehler, dir die Map zu überlassen. Das war alles. Ich baue ja meinen Geheimgang, wenn überhaupt weiter. Ich würde nie das Haus alleine weiter. Ja, also was ist jetzt? Sieht hier noch nicht an allen Stellen so nice aus, aber. Halt, damit man den See habe ich wirklich nur gemacht, damit man einen Ausgang hat von dem Scheiß. Ah. Weil sonst wäre da jetzt kein See. Und ey, warte, hier ist kein Geheimgang, ne? Da siehst du. Die ist einfach nah, aber wer bitte nicht schlafen. Achso, ja. Ich komme gleich zu euch nach Hause. Und dann. Wo hoffe ich, dass ihr Man in Black geschaut habt, weil dann bekommt ihr einen. Gedächtnisblitz. Weißt du, was ich richtig als Item in Minecraft jetzt mal Real Talk feiern würde. Eine Glastür. Oh. Yes. Das könnten wir hier am besten so hier mit zwei Hauptrollen, wo es so reingeht. Das könnte man da einfach perfekt benutzen. Oh. Ja, hier kommt das Schlafzimmer hin. Ja. Eigentlich wollte ich da an der Wand machen, ne? Aber so sieht's scheiße aus. In der Wand sieht man's von außen. Ja, und ja. Banner geht halt nicht, weil die Deutschlandflagge halt andersrum ist. Aber theoretisch kann man machen wir's trotzdem mal mit Bannern, weil es muss ja nicht richtig rum sein, ne? Also. Aber ich würde sagen, in einem Zimmer wird einfach kein Fenster sein, weil ich meine, im Bad will man nicht unbedingt gestalkt werden von außen. Vor allem, wenn's der Präsident ist. Ja, hoch. So, einen schwarzen Banner, einen gelben Banner und einen roten Banner. Und das tun wir jetzt einfach mal hier unten hin. Kann bestimmt auch in einem einzigen Banner diese ganzen Muster drin haben. Einfach ja, ich habe in Let's Build Titanic im Banner Spiegel draus gemacht, ja. Ja, die habe ich geguckt, Junge, ich gucke doch keine Videos. So. Ja, doch, das sieht eigentlich schon gut aus. Auch wenn es jetzt falsch rum ist. Warte, gib mal kurz die Banner. Warte, die können wir. Ja, hier sind deine Banner.
Hinter dir. Ja, ich hab die schon. Warte, was, wenn wir so. Guck mal, kann die so hinhängen. Oh fuck. Jetzt hab ich. Jetzt hab ich das zerstört. Nee, das ist ja echt kriminell. Dann hier so. Okay, das müsste dann eins werden. Ah ja, oha, ja. Ja. Nein, eins höher, ja. Hey, ja, so sieht das voll gut aus. Essen, aber anders geht's nicht. Hey, das sieht ja voll gut aus. Ja. Leute, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr noch dran seid. Das glaube ich zwar nicht, weil niemand meine Videos bis hierhin schaut. Aber es. Ja, echt schade. Wahrscheinlich freust du dich gerade. Soll ich das so machen? Der Kopf des Bettes im Banner ist? Oder soll ich es eher so machen? Ja, weil so sieht es halt schon komisch aus, weil es so weit hinten ist. Hat ein Luxusbett hier. Ich wollte eigentlich wirklich so ein Bett bauen, weißt du, wo das ging halt so, weißt du, einfach wäre halt dann einer Bett, aber wie man das aus Filmen kennt, warte, ich muss es ganz kurz suchen alles. Leute, ich weiß, ich komme mit dem Minecraft-Inventar so gar nicht zurecht. Ich weiß gar nicht, wo was ist. Warte, ich will mal was aus. Nur so. Fun. Das wird nie passieren. Und das, ich habe auch keine richtige Idee damit. Aber. Oh, fuck. Ja, so nicht. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich hab's ganz kurz vergessen. So, das nehmen wir. Und dann kannst du mir mal ganz kurz die Banner geben. Hast du noch die Banner? Ja, die habe ich noch. Hey, ich wusste gar nicht, dass das da drauf titscht. Hier. Hier und hier. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, was ich meine. Nur dann weiß ich halt nicht, ob man dahinter noch. So. Ich weiß halt nicht, ob man dahinter noch dann die Flaggen sieht. Und das wäre halt echt doof, wenn man es nicht sieht. Weil das ist ja das Highlight des Schlafzimmers. So würde ich sagen, so. Oder geht's noch höher? Nee, das geht nur so. Ja, okay, nee. Nein, okay, vergesst, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich so ein, weißt du, so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, heißt das Engelsbett oder so? Weißt du, wo so ein Vorhang drumherum ist. Aber das geht leider nicht. Aber wie machen wir das Zimmer sonst noch? Ich würde auch. Es sieht halt eigentlich schon doof aus, ne? Wenn einfach manchmal einfach keine Fenster da sind, ne? An der Fassade. Aber wir im Schlafzimmer. Halt jetzt mal Real Talk. Wir könnten ein Zimmer machen, ein richtig Premium-Zimmer. Ja. Wo als Boden diese Teile sind. Ah ja. Was? Oh Scheiße. Ich glaube, die explodieren an der echten Welt, wenn man die auflädt oder so. Ja, oh nein, ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Alles gut. Wir müssen eh nicht in den Keller bauen, deswegen einfach eine Schicht drüber und dann geht das. Luis, Betten explodieren im Nether. Respawn Anchors explodieren in der Overworld. Ah ja, scheiße. Fuck. Ja, Leute, sorry, aber wir kommen noch nicht richtig mit der neuen Version zurecht. Ja, ich hab mich eigentlich informiert. Ich wusste das auch, aber ich hab's halt komplett vergessen. Und ich dachte, das geht in allen Dimensionen auch End und so, aber anscheinend habe ich mich vertan. Aber jetzt habe ich mich ausgesperrt. Aber du hast Glück, dass du nicht das Schlafzimmer des Präsidenten zerstört hast, ja? Weil da wäre der ganz wütend geworden. Ja, das
Aber Leute, mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Fehlerchen beenden wir jetzt auch mal die Folge, weil die Folge geht schon lang genug. Eigentlich ist das Schlafzimmer das Einzige, was wir heute geschafft haben. Also nicht besonders viel, aber ich bin stolz auf das Schlafzimmer. Das sieht richtig geil aus. Und damit würde ich die Folge stehen lassen. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Schaut euch die anderen Folgen an. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Schreibt Hashtag Glocke aktiv. Und Zitrone oder Pfirsich in die Kommentare. Ja, und damit würde ich sagen, lasst ein Like da. Schaut auf meinem Kanal vorbei, die anderen Videos. Haut rein. Bis dann. Würde ich einfach mal so sagen. Was sagst du dazu? Ja, bis dann, würde ich auch sagen. Ja, nice. Dann würde ich sagen, jetzt mal endgültig. Bis dann.